herzlich willkommen bei Fittorial und unserer 30-Tage-Challenge. Wir bekommen dich noch zum Sportler, davon bin ich ganz fest überzeugt. Und heute wollen wir mal über das Thema Verletzungen sprechen. Melli sagt immer scherzhaft, wir sprechen heute nur über mich. Ich habe mir mal einen Experten eingeladen. Ich habe hier mal was vorbereitet. also Verletzungen, wir lachen jetzt drüber, sind natürlich ein ätzendes und sehr ernstes Thema. Ich würde es einfach mal so machen, ich erzähle mal von einer meiner Verletzungen, wahrscheinlich so mit einer der schlimmsten, die ich hatte. Und das war 2006, als ich mir zum ersten Mal die Kniescheibe gebrochen habe. Man merkt, zum ersten Mal. Ja, da kann ich jetzt mal wirklich diese Erzählweise einbringen, wenn man es selber mal durchlebt hat. Also wie gesagt, ich habe mir beim Basketball 2006 die Kniescheibe gebrochen und wurde dann auch operiert. Und das ist dann wirklich so, dass ich von einem sehr, sehr hohen Leistungslevel komplett abgestürzt bin, logischerweise. Also Nägel ins Knie bekommen und man kann eigentlich sagen, also ein Jahr lang konnte ich quasi nicht Sport machen. Die Nägel kommen ja auch erst nach einem Dreivierteljahr wieder raus. Die sagen zwar, während man die drin hat, kannst du auch was machen, aber du kannst natürlich keinen Leistungssport machen. Das geht auf gar keinen Fall. Du kannst Reha wieder anfangen. Aber auch bis du mit der Reha anfängst, sind die kompletten Muskeln im Bein atrophiert. Mhm. Also wirklich, ich konnte hier so die Haut so hochziehen. Ja. Das sah aus. Das ist auch bis heute so, dass das mein linkes Bein deutlich dünner ist als mein rechtes. Und das Schlimme daran ist, es wirft dich so hart aus der Bahn, dass es eine Gefahr ist. Und zwar die Gefahr ist, dass du dich so stark verschlechterst, dass du vielleicht sogar aufhörst. Also statt rehabilitierst, resignierst du. Genau. Also das habe ich auch schon öfter mitbekommen von Freunden oder Bekannten, die mal irgendwann eine schlimme Verletzung hatten, die es nicht geschafft haben, danach wieder einzusteigen. Mhm. Weil dieser Schritt, wieder einzusteigen, der ist wirklich hart. Weil, wie gesagt, die Muskulatur im Bein war komplett weg. Und ich war zwar auf einem hohen Leistungslevel, aber ich bin kein Profisportler. Das heißt, ich habe keine 1:1-Betreuung jeden Tag. Da kommt nicht jemand und sagt, so ist sie dann aufstehen. Wir machen jetzt erstmal wieder, wir lernen mal wieder laufen und so. Ne? Und machen, das muss ich alles selber machen. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wie schwierig das ist und wie einfach das fast schon, ich will sagen, verlockend ist, aufzugeben. Mhm. Und was will ich jetzt damit letztlich sagen? Ich kann wirklich jeden nur ermutigen, dran zu bleiben, die Reha in Angriff zu nehmen. Das sind auch bei kleineren Verletzungen. Also was häufiger mal passiert ist, Leute knicken irgendwie schlagen mit dem Fuß um. So, und haben vielleicht eine Bänderdehnung, Bänderriss. Das ist auch so, dass du dort ganz, ganz, ganz stark dir bei der Reha wieder Gedanken machen musst. Wie baue ich das wieder auf? Wie bringe ich wieder Kraft ins Fußgelenk? Und eben nicht ab da sagst, ich habe ein schwaches Fußgelenk. Und dann fangen nämlich diese ganzen Ausreden an. Dann geht's los. Ja, wollen wir mal irgendwie wandern gehen? Nee, ich habe ja ein schwaches Fußgelenk. Ja? Und das geht dann immer so weiter. Jedes Mal, jede Verletzung bringt dich dazu, dass du eigentlich eine Ausrede hast, wieder was nicht zu machen. Und es stimmt auch, wenn du es nicht wieder aufbaust, dann behältst ist es, du selber recht quasi. Ja, dann kannst du wirklich nicht wandern. Und ich kann es euch jetzt sagen, 2006 das erste Mal Kniescheibe gebrochen, 2008 leider das zweite Mal. Heute spiele ich immer noch Basketball. Und ich spiele wirklich für mein Alter jetzt immer noch auf einem hohen Niveau. Das funktioniert. Es ist halt, man muss beißen, aber es lohnt sich. Ja? Und was hat dir dabei geholfen zu beißen? Dass ich ja, also gut, ich wusste ja, wofür ich es mache. Ne? Da haben wir in einem anderen Video schon mal drüber gesprochen. Dieses Wissen, wofür man es tut. Und da kann ich auch wirklich sagen, das Training, was man dann machen muss, das ist ja keins, wo du irgendwie sexy danach aussiehst. Da kannst du nicht, da machst du nicht auf Instagram, gab es damals auch nicht, machst du kein Foto von deinem sexy Bein. Heute habe ich irgendwie 5 Kilo gehoben, das ist lächerlich. Nee, das ist alles, die Motivation, die wirst du nicht von außen bekommen. Die muss intrinsisch sein. Mhm. Du musst selber dir sagen, nein, ich will wieder anständig gehen können, ich möchte wieder springen können.
Und selbst wenn das mit Schmerzen verbunden ist, ich muss beißen, ich muss da durch, weil ich weiß, wofür ich es tue, ich weiß, was ich wieder erreichen will. Und deswegen an dieser Stelle einfach mal von mir gesagt, ich möchte irgendwie die Leute motivieren, wenn sie kleinere Verletzungen haben, natürlich immer in Absprache mit einem guten Arzt, mit einem sehr guten Physio, aber da nicht zu schnell aufgeben. Ich denke, auch wenn sich so die ersten kleinen Erfolge einstellen, dann motiviert das ja auch wieder, ne? Also wenn man einfach merkt, man kommt vorwärts und ja, bewegt sich wieder Richtung dem Niveau, das man halt vorher auch hatte. Das stimmt irgendwann. Ich sage nur, die ersten Schritte, die sind wirklich, ne, da musst du dich über echt kleine Sachen freuen. Mhm. Also da musst du dich darüber freuen, dass du halbwegs normal gehst, dass du nicht mehr humpelst, dass du nicht so Schlagseite irgendwie hast. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber dranbleiben, absolut dranbleiben. Und ich habe selbst auch schon, also bei mir auch schon mitbekommen, dass Ärzte und Physios auch wieder überrascht waren, was irgendwann wieder geht. Also sie kennen meine Diagnose, kennen das alles. Und ich habe auch schon von Leuten gehört oder von Ärzten und so weiter, haben gesagt, könnte sein, dass sie das nie wieder machen können und so. Also vielleicht wollten die mich auch nur motivieren, weil die mich kennen. Und wenn man mir sagt, dass ich es nicht kann, dann will dann ich erst recht. Kann sein. Ich kann nur sagen, auch ein alter Körper oder ein älter werdender Körper kann immer noch regenerieren und kann sich wieder steigern. Das geht. Definitiv. Und was da ja auch eine Rolle spielt, ist, der Sini war ja vorher auch super, super sportlich. Ja. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass er besser genesen konnte. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist bei Sportverletzungen oder generell Verletzungen so. Aber ich habe das auch schon gehört von Leuten, die OPs hatten, Zahn-OPs oder sowas, dass die Ärzte total erstaunt waren, was für ein gutes Heilfleisch die hatten. Und dann haben die gehört, ach so, sie machen super viel Sport. Ja, das erklärt es. Ja. Deswegen kann man nur sagen, es lohnt sich auf so vielen Ebenen. Und wenn ihr Verletzungen habt, klar, bei manchen geht auch wirklich nichts mehr, das ist so. Dann muss man aber gucken, was ist möglich. Ich möchte wirklich nur jeden ermutigen, nicht zu schnell aufgeben. Dranbleiben und dann wird das auch wieder. Genau. Und damit habt ihr jetzt genug rührselige Sini-Geschichten gehört. Seid hoffentlich wieder top motiviert und morgen, ich weiß es gar nicht auswendig. Ich glaube, wir machen einen Workout, oder? Doch. Wir entscheiden das einfach mal. Wenn es nicht auf dem Programm steht, dann steht es jetzt auf dem Programm. Exakt. Also, morgen wieder Workout. Bis dahin, macht's gut. Ciao.